Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal Forest Village mit dem Physi. Hallo und dem Manus. Ist das richtig ausgesprochen? Habe ich das jetzt so ausgesprochen, wie du das immer aussprichst? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Na, ich finde, so wie du es aussprichst, klingt es immer sehr falsch. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß, meinst du, das heißt Feudal? Ich sage immer Feudel. Feudel, Feudal, keine Ahnung. Feudel, Feudel. Feudel, die Feudel, die Buddel. Feudel, Buddel, oder? Kannst du jodeln? Nee, du? Hä? Nee, du? Nee. Wäre auch ein Talent, glaube ich, was keiner braucht. Ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt richtig krass eskalieren im Steinbruch. Muss ich das mal anschauen hier. Dass sie da richtig steil gehen da drin. Und die Steine raushauen, weil ich will nämlich jetzt hier alle Steinwege bauen dann mal so langsam. Ja, ist klar. Ich überlege, ob ich... Was denn? Du gehst echt wirklich schon auf Steinwege? Nein, ich hoffe, dass ich das bald machen kann, weil ich habe jetzt einen Steinbruch. Ja gut, ich bin auch gerade einen Steinbruch am Bauen. Und das heißt ja, dass ich mega viele Steine habe bald irgendwann, hoffentlich vielleicht. Und ich überlege, ob ich nicht ein kleines Haus, sondern ein Haus baue, also das nächsthöhere. Ja. Das ist so ein bisschen so länglich. Überlege ich echt, ob ich das baue, weil da einfach mehr Leute reingehen wahrscheinlich. Könnte sein. Aber das ist halt enorm teuer, ne? Ja, aber ich glaube, das gibt dir aber auch gut. Ja, neue Arbeiter, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Ich muss erstmal mein Brennholz aufstocken, das ist ja erstmal Priorität. Gut, jetzt müsste ich erstmal schauen, ob hier Flachs mittlerweile mal angebaut wird. Ja, Flachs wird auch angebaut, sehr gut. So. Äpfel werden auch angebaut. Die Äpfel werden auch angebaut, das heißt, wir haben auch genügend Obst. Ich habe jetzt einfach schon 2000 Fleisch. Wieso denn das? Oh, hier ist einer krank. Oh. Muss aber schnell deine Kräuterhex wieder aktivieren. Jetzt hoffe ich mal. Naja, ich habe ja noch 69 Kräuter. Achso, dass ich doch eigentlich nur die Kräuter holen, oder? Ich gehe fast von aus. Aber es gibt ja auch ein krankes Haus, ne? Heilt Dorfbewohner von Krankheiten. Hospital erforderlich. Ja, ich weiß. Ja. Bin ich mal gespannt, ob der die Kräuter holt. Was ich selber mal aktiviere. Ah, mach mal. Beinen abziehen. Auf keinen Fall. Wird doch wieder gesund. Wie lange bauen die denn so einen blöden Steinbruch, ey? Unfassbar. Ja, der dauert echt lange. Ich frage mich, warum dieser Pfosten sich keine Kräuter holt. Kann ich selbst mit denen dahin laufen? Könntest du, ja. Man muss ins Lager gehen und das da rausholen. Meinst du, das geht? Ich geh mal von aus, probier mal aus. Ich habe einen Zorn geblasen, da laufen alle schneller. Das sieht schon geil aus, ne? Du musst da echt mal so durchs Dorf laufen, da gehst du fester. Na, Hammer. Wie übernimmt man denn nochmal so eine Figur? Draufklicken und dann auf das Bild. Ja, genau. Ich mach mal Pause hier, die rennen mir zu schnell. Hallo. Der Manus. So, wo sind jetzt die euren Kräuter? Ich glaube hier, aber ich kann jetzt hier nichts rausnehmen aus dem Lagerhaus. Jetzt läuft er wieder raus, ne? Bin nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Ich frage mich auch, warum ich nur noch einen Hammer habe. Kann ich dir nicht sagen. Wir brauchen Werkzeuge. Ich glaube, ich muss auch eine Schreinerei bauen, da werde ich nicht drum rumkommen. Ich dachte, die hättest du schon gebaut. Nee. Eine Schneiderei habe ich gebaut. Ach, Schneiderei, genau, ja. Schreinerei ist für die einfachen Werkzeuge, nur mal so zur Info. Wofür braucht man die denn? Die Werkzeuge? Na, um Häuser zu bauen, du Bob. Soll ich die, glaube ich, mal langsam auch anfangen zu bauen?
Also welches Jahr bist denn du? Weil die brauchst du relativ spät. Ich bin jetzt Jahr, kurz vor Jahr 6. Kräuterhexe sammelt. Das ist eigentlich Quark, weil... Eigentlich echt Quark. Denke, du musst das Krankenhaus bauen. Nein, ich hatte doch schon mal einen, der Ach krank. Jetzt sind zwei krank, ja. lol. Jetzt sind zwei krank. Ich kann. Oh. Nicht gut. Wieso sind jetzt zwei krank? Was soll die Scheiße? Warum sind die überhaupt krank, die Spackos? Ich Hol euch doch entsorge. mal Kräuter, ihr Idioten! Wozu habe ich die denn? Warte. Sind drei krank. Oh. Stopp, 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 stopp. Wieso nehmen die nicht die Kräuter? Wieso? Ich habe keine Ahnung. Was soll am Hospital so besonders sein? Die Ressourcen nicht mal ansatzweise fürs Hospital. Kann mir kein Hospital leisten, niemals. Wieso nehmen die nicht die Kräuter? Wieso? Vielleicht kein Bock. Aber dafür sind die Scheißkräuter doch da. Ja. Ich bin gerade heulen, ne? Ey, das ist doch Bums. Das ist aber echt Bums, dass sie das nicht nehmen. Isolier die von den anderen. Wie denn? Weiß ich nicht. Der eine ist da auch wieder gesund geworden. Der schon mal krank war ganz am Anfang. Oder die. So, wie sieht es jetzt hier aus? Noch Landschaftsbau. Oh Mann, das ist echt nicht gut. Das ist voll Kacke. So, warte mal, das ist fertig. Dann jetzt den Schrein, ja. Jetzt hier hinpassen. Einmal. Das. So. Yeah, der Steinbruch ist fertig. Sehe halt absolut nicht, warum. Sind vier krank, ne? Ich glaub's nicht. Kannst du nicht, kannst du sehen, Pfosten wo. stecken sich einfach gegenseitig an. Kannst du vielleicht Warte mal. sehen, nach was die krank werden? Vielleicht Tollwut oder so. Ich habe auch gelesen, es soll Tollwut geben. Moment. Nee. Er wird ja sehen, wenn der erste stirbt. Okay, das sei ja. Halt's Maul. Nee, ich weiß nicht, wo man das sieht. Ich glaube, das sieht man nicht. Sind Okay. vier krank. Warum? Aber ich hab doch Kräuter. Kräuter machen doch gesund. Ist da alles cool. Was wollt ihr denn? Doch nicht so ein Scheiß. Ich glaube, jetzt sind fünf krank. Mann. Das ist doch blöd. Ärgerlich, ja. Wie soll ich denn hier ein Hospital bauen? Ein Hospital. Boah, Alter, weißt du, wie viele Ressourcen das kostet? Das ist abartig.
Abartig ist gar kein Ausdruck. Eigentlich ist das riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinbauen soll. Da hinbauen? Ich weiß es nicht. Was bringt mir nichts? Ich kann es ja eh nicht. Also, warum die nicht diese Kräuter fressen, um sich zu heilen? Verstehe ich aber auch nicht. Ich sehe einfach nicht, warum die jetzt krank werden. Grauenhaft. Jetzt 5 Leute sind jetzt krank. Okay. Kriege ich die jetzt gesund? Weiß ich nicht. Problem ist ja auch, warum sind die krank? Preisfrage hier gerade. Ich habe 85 Kräuter, ne? Die bräuchten nur hingehen, sich nehmen. Alle in einem Haus, wie es aussieht. Da drin. Ach, dann ist alles klar. Eine Geschlechtskrankheit. Ja, dann hau mal raus. Du weißt am besten, wie wir die wegkriegen. Ja, ist klar. Shit, ey. Und schon kein Werkzeug. Ich wäre wahnsinnig. Es war ein Schluck getrunken, ja. Das Kind bla bla ist älter und kann in der Schule. Soll arbeiten, verdammt nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin echt gespannt, ob ich jetzt hier am Arsch bin oder ob ich jetzt hier nicht am Arsch bin. Ach, du bist nicht am Arsch. Weißt du nicht, was der Förster hier vorhat? Wahrscheinlich gar nichts. Wie möglich ist, der Kräuterkundige einzustellen, welche Kräuter sammeln und kranke Dorfbewohner zu heilen. Ja, Apotheker, also die Sammler ist auf jeden Fall da, um Kranke zu heilen. Ja, ich habe 93 Kräuter, also die müssten sie nur mal nehmen! Es werden nicht mehr krank aktuell, es sind 5 Stück. Aber du hast aber auch 2 in deiner Apotheke da drin, oder einen, wie auch immer. Habe ich drin. Okay, weil hier steht nämlich, ermöglicht es die Kräuterkundige einzustellen, welche Kräuter sammeln und kranke Dorfbewohner heim, weil wenn du keine Hexe oder so. Ich hab eine drin. Okay, dann, ja, dann, okay. Also die ist drin. Dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Und sehr mysteriös. Mysteriös. Ja. So. 2, 4, 5, ja. Keine Ahnung. Mal ganz kurz schauen, warte mal. Doll. Okay, die Scheune wird auch gerade voll. Boah, zwei. Alter, wie die gerade mir das. Oh, Alter, wie die mir gerade die Scheune voll ballern, ey, das geht gar nicht. Das ist ja der Obershit. Mit was denn? 2000 Obst, 3700 Gemüse, 2000 Fleisch.
Okay. Ja, läuft doch. Okay, dann brauche ich jetzt einfach mal jemand, der mir hier diese Werkzeuge fertig macht. So, woran liegt's? Der könnte eigentlich problemlos arbeiten. Achtung, macht er auch, ne? Mit so einem Fell kann ich damit Hafer ansehen? Was bist du mit Hafer? Jetzt sind 6 krank, ich raste aus. Halt es nicht mehr aus. Ich will nichts sagen, aber wo ist denn mein Flachs? Wo ist mein Flachs? Ich weiß Ich es hatte nicht. den Flachs. Mein Flachs ist. Ich habe keinen Flachs. Da war Flachs angebaut. Der Flachs. Wo ist der Flachs? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt noch Ernte ein, die sind fertig, die ernten noch. Boah, die ernten auch noch volle Sonne. Oh Gott. Sind 7 krank. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der ganzen, bei der Sache hier. Deswegen eben auch nicht geschissen, hier Werkzeug zu produzieren. Was ist denn jetzt hier das Problem? Auch alle. Weiß nicht, was ich machen soll, wie ich diese Krankheit von mir abwenden soll gerade. Weiß ich auch nicht. Hört sich übel an bei dir. Hm? Hört sich ein bisschen übel an bei dir. Hm. Gerade auch echt voll der Bullshit. Frühling. Wir sind durch, Tino. Was sagst du? Wir sind durch. Jo. Dann, meine lieben Freunde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut mal Füßi vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.